Moin Rees. Ja, oft drüber geredet. Heute ist er da. Der zweite Teil der Online-Gewerbemesse des Wirtschaftsforum Rees. Ich bin Frank Ali und heute geht es um diese Farbe. Zweiter Teil der Online-Gewerbemesse geht es um alle Unternehmen, die irgendetwas mit dem Thema Grün zu tun haben. Also Grün draußen etc. Und weil es so viel sind, möchte ich das in zwei Schritten vorstellen. Und zwar Schritt Nummer eins heute, nächster Schritt in den nächsten Tagen. Beim ersten Schritt kommen wir zu einem langjährigen Mitglied der Firma Pumpenholz und Wo, Empeler Straße natürlich. Und wie soll ich sagen, als ich auf der Seite war, habe ich gesehen, für mich, das hat alles, was mit Wasser fördern, Wasser halten und Wasser bewegen zu tun. Habe es mir extra aufgeschrieben. Und was die da haben und wie die beraten und welche Ideen die haben, ist wirklich einzigartig. Einzigartig zum Beispiel im Bereich der Teichanlagen, Gartengestaltung, Bewässerung, Brunnen, Gartenbeleuchtung sogar, Gartenhäuser und auch Möbel und zum wirklichen Entspannen, Pool und Sauna. Ich fasse das mal mit meinen Worten zusammen. Mit dem Know-how, mit diesen Produkten kannst du aus jedem Acker eine richtige Oase der Entspannung und der Wohltat machen. Ja, das ist Pumpenholz. Unbedingt mal hingehen, unbedingt mal schauen. Auch im Internet natürlich. Und Oase der Entspannung kommen wir gleich zum zweiten Mitglied der Gärtnerei Floristik Maas. Nicht an der Emplerstraße, sondern am Grüttweg. Und ja. Der Matthias Maas ist schon auch lange Jahre Mitglied bei uns und auch da war ich auf der Website, habe ein bisschen geguckt und neben den Blühklassikern, also Blumen zum Schenken, Kaufen etc., gibt es da Grab- und Gartenpflege, Gestaltung und Bepflanzung auch für den Garten, also vor Ort alles und was ich persönlich für, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatkunden extrem interessant fand, war das Thema Innenraumbegrünung. Die kommen vorbei, die Kollegen von der Gärtnerei und Floristik Maas, schauen sich das an, was man in den Räumen tun kann und tun alles im Grunde genommen, dass das dann auch genauso ist, wie man es besprochen hat. Und ich als Kunde, ich als auch Unternehmen, habe damit nichts zu tun. Das ist ein toller Service. Vorbeifahren, sowohl online als auch analog. Unsere Empfehlung. Dritter Betrieb, es wird noch größer und zwar Raiffeisen Niederrhein GmbH. Ja, Straße irgendwo zwischen Melatenweg und Grüner Kirchweg, so war das, genau. Kann mir nicht alles merken. Ja, Raiffeisenmarkt. Ja, die haben also neben dem ganzen Agrarangebot haben die für meine Tochter ganz interessant, Pferde und auch Kleintierzubehör und Gartenzubehör, natürlich klar, was auch wichtig ist, deswegen auch ein grüner Bereich, Saatmittel, also wirklich, schaut da mal vorbei. Dann natürlich Blumen und Schmuckartikel, jetzt verlassen wir den grünen Bereich so ein bisschen, Getränkemarkt und wie soll ich sagen, mein Favorit, ich habe auch da nochmal ein bisschen recherchiert, mein Favorit aus dem umfangreichen Angebot einer regionalen Brennerei ist das sogenannte Reser Stadtgespräch. Lecker, kann ich nur sagen. Und steil im Abgang. Fahrt mal hin, schaut euch das an. Da gibt es nicht nur vieles, sondern auch gute Beratung. Und das letzte Mitglied für heute ist der Baumdienst Peters. Der Name ist Programm, weil erstens Baum sagt vieles über das, was da passiert bei den Kollegen. Und Peter sagt auch vieles, weil auf der Seite ganz oben habe ich gesehen, und das passt super, Philipp Peters hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Deswegen Baumdienst Peters. Schaut da vorbei. Und wenn ihr da mal ein bisschen surft, werdet ihr sehen, was er alles macht. Also von Baumfällung, Pflege, klar, bei Baumdienst, auch Gartengestaltung, Erdarbeiten, Pflasterarbeiten, Wurzelfräsen und Eichenprozessionsspinne. Das ist ja dieses Jahr relativ aktuell gewesen. Und ja, der Hersteller dieser Falle sagt auch, dass enorme Zuwachsraten bei den Fallenverkäufen stattgefunden haben, die meines Wissens auch naturverträglich sind. Also,
Baumdienst Peters, wenn es irgendwas zu fällen, zu pflegen gibt in eurem Garten, eine gute Adresse. So, vier Stück. Vier Stück haben wir euch heute vorgestellt. Vier unserer Mitglieder im Bereich Grün. Und beim nächsten Mal geht's weiter, weil ich habe noch was im Petto. Wir vom Wirtschaftsforum wünschen euch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund, kauft in Rees ein und tut was dafür, dass wir hier die Wirtschaft entsprechend weiterentwickeln können. Bis dann!